Ja, das nächste Werkzeug, das ich vorstellen möchte, ist hier das Skalieren. Hier muss man aufpassen. Ich wähle hier mal das Fenster an. Hier ist dann ein entsprechendes Schachbrettmuster und dann kann ich hier das natürlich kleiner ziehen und entsprechend skalieren. Verkleinerungen sind in dem Programm oder auf dem Bild kein Problem. Hier wird dann nichts pixelig, ganz im Gegenteil, es wird sogar eher hochauflösender und ich müsste jetzt hier diesen neuen Bildausschnitt entsprechend zuschneiden. Gut, dann habe ich das also verkleinert. So, und jetzt machen wir das Ganze wieder rückgängig. Die Originalgröße haben wir hier. So, und jetzt möchte ich das Ganze vergrößern. Das heißt, ich möchte es in eine bestimmte Richtung strecken. Dazu muss ich aber die Leinwandgröße verändern, weil wenn ich das hier drüber hinaus strecke, sehe ich nur diesen Ausschnitt. Ich kann das mal demonstrieren, wenn ich jetzt also dieses Bild hier verlängere. Habe ich das Bild zwar verlängert, ja, ich kann das also hier rüberschieben und dann sehe ich, ich habe hier das Bild breiter gemacht, aber der Ausschnitt dieses Bildes, der ist noch in der ursprünglichen Form. Also muss ich anders vorgehen. Ich mache erstmal die Leinwandgröße etwas größer. Aufpassen, wenn ich es nur in die Breite verlängern möchte, dann muss hier diese Kette offen sein. Ich stelle hier mal um auf Millimeter und die Breite, die erhöhe ich jetzt einfach mal. Man sieht hier auch schon, was passiert. Also hier diese Breite erhöht sich, die Höhe, die ist gleich geblieben. Dann sage ich Größe ändern. Und ich sehe hier auch schon jetzt die veränderte Leinwandgröße. Und wenn ich jetzt sage skalieren, klicke das Bild an, ziehe das hier in die Länge und sage skalieren. Ja, dann habe ich das Bild jetzt entsprechend breiter gemacht. Ja, möchte man das Bild insgesamt größer machen, ohne dass ich jetzt entsprechend die Skalierungsfunktion verwende und vorher den Leinwandbereich entsprechend anpasse, dann gibt es eine Möglichkeit bei Bild skalieren und hier kann ich entsprechend die Größe verändern. Und hier wird mir dann das Bild insgesamt größer skaliert. Ja, ich habe das nochmal rückgängig gemacht. Ich gehe nochmal in diesen Befehl Bild skalieren rein. Und was hier eine tolle Neuerung ist, ich stelle das mal auf Zentimeter. Ich kann hier an diese Stelle hinschreiben plus 10. Und dann wird es mir entsprechend auch skaliert. Also ich kann hier praktisch im Bild entsprechend rechnen. Ich kann hier also sagen, minus 400. Und dann wird es entsprechend verkleinert. Das Bild ist jetzt dann, ich hatte Millimeter, genau 1000. Breit.